Also, wie ihr wisst, sind wir ja für euch in ganz Deutschland und der Schweiz unterwegs und treffen jedes Wochenende neue Gesichter, aber auch Bekannte. Ich bin heute hier mit dem Karl von Technopixel. Erzähl mal ein bisschen was. Ja, hallo, grüßt euch erstmal. Ja, wir sind hierher gefahren, wen treffen wir? Euch. Euch trifft man ja überall, also das ist der Hammer. Letztes Mal haben wir uns an der Beatparade gesehen, glaube ich, in Empfingen, dann auf dem Kirchenreef in Stuttgart und euch trifft man einfach überall. Ihr gehört einfach dazu, das ist einfach super. Was macht ihr jetzt genau von Technopixel? Ja, also ich bin erstens, eigentlich bin ich bei AOA.de angestellt als Eventfotograf seit Juni. Da mache ich auch hauptsächlich jetzt die ganze Zeit Fotos. Und das Technopixel.de, das gibt es ja schon länger, da habe ich eigentlich damit angefangen. Und dann mache ich noch Fotos für die Reflein, also für das Reflein-Magazin. Und ja, bin immer viel auf Partys, eigentlich europaweit zum Bilder machen. Wie viele Jahre machst du das insgesamt schon? Ja, circa so 6-7 Jahre jetzt schon, ja. In der Zeit hast du ja auch wahnsinnig viele Partys erlebt, bist durch ganz Deutschland gefahren. Gibt es Highlights für dich? Ja, Highlights gibt es schon. Also jetzt in Deutschland, Nature One, Time Warp, da gibt es ja so viele Sachen, wo ich hingehe. Dann im europäischen Ausland, ich bin viel in der Schweiz. Dann war ich schon in Polen, in Tschechien, in Belgien, in Holland. Eigentlich so ganz Europa, wo eigentlich große Partys stattfinden und so Fotos machen einfach. Ne? Kannst du dich noch an die erste Party erinnern, also Techno-Party, auf der du gewesen bist? Also, das müsste in der Schweiz gewesen sein. Also die erste große Techno-Party, wo ich war, das war vor vielen, vielen Jahren. Da war ich noch als Flyer-Verteiler unterwegs und es müsste in der Schweiz gewesen sein. Ich denke sogar in Zürich oder so. Ja. Was kann man sich bei euch auf der Homepage alles angucken? Jetzt bei Technopixel oder bei AOA? Oder? Also die AOA ist eine Community, da mache ich die ganze Zeit Fotos dafür und die kann man sich dann da anschauen und Berichte und so weiter. Und die Technopixel-Sache, das ist einfach nur rein informativ, speziell für Techno. Also bei AOA mache ich auch andere Events, da bin ich zum Teil auch auf Hip-Hop-Events und egal was kommt. Und Technopixel ist rein nur die Techno-Geschichte. Ja. Das heißt, bei euch kriegt man auch alle Daten über die Partys, die noch kommen oder die noch warten? Ja, genau. Also bei Technopixel kann man zum Beispiel schauen, wenn man sich dafür interessiert, wo in nächster Zeit größere Partys stattfinden oder wo ich dann bin. Ich habe jetzt auch noch MySpace-Seite, myspace.com/technopixel. Und da sind auch immer die ganzen Termine von mir drin, wo ich vor Ort bin zum Bilder machen. Und bei AOA kommen dann oft auch Nachberichte, Vorberichte drin zu den einzelnen Veranstaltungen. Dann, ja. Also dann danke ich dir, dass du Zeit für uns genommen hast. Ich denke mal, wir sehen uns auf dem nächsten Event wieder und wünsche bis dahin noch viel Spaß heute auf der Party. Alles klar, ich bedanke mich. Danke.